Und wie schaut es jetzt aus mit alternativen Möglichkeiten, wenn unser Planet zerstört wäre, so rein hypothetisch komplett zerstört, dass wir auf einen anderen Planeten gehen? Gibt es da Möglichkeiten? Also im Prinzip gibt es keinen besseren Planeten wie die Erde, weil das Leben auf der Erde hat sich seit 4 Milliarden Jahren fast an die Erde angepasst. Deswegen ist die Erde der perfekte Planet für uns. Und deswegen müssen wir unbedingt schauen, dass wir die Erde erhalten, bevor wir überhaupt nachdenken, auf einen anderen Planeten zu gehen. Also das wäre eigentlich das wichtigere Thema sozusagen. Aber falls es wirklich soweit ist, und falls wir sagen, wir haben die Erde so weit zerstört, sind wir wahrscheinlich schon auf einem anderen Planeten. Also wir haben diesen Schritt, wir müssen ihn davor machen. Genau, dann, sonst ist es ja schon zu genau, spät. Genau, also wir müssen dementsprechend dann frühe Wege einleiten. Wichtig könnte vielleicht der Mars werden, weil das erstens sehr leicht erreichbar ist von der Erde aus, ist einer unserer nächsten Planeten. Das Problem am Mars ist, man kann zum Beispiel nicht mal die Luft dort atmen, die ist aus CO2. Der Mars ist relativ klein, kann deswegen nicht so eine große Atmosphäre halten. Das heißt, auch wenn dort zum Beispiel die Sonnenstrahlen einfallen, dass die ungehindert durch können. Zum Beispiel auch UV-Strahlung, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung kann relativ ungehindert durch die Atmosphäre durch. Und das sind alles Strahlungen, von denen wir wissen, dass sie nicht gesund sind für uns, also verursachen Mutationen und so weiter, Krebs. Und das wäre dann wahrscheinlich ein großes Problem. Das heißt, wir müssten eigentlich die ganze Zeit unterirdisch leben, beziehungsweise künstliche Schutzschilder bauen, also so große Kuppeln mit dementsprechenden, weiß ich was, irgendeinen Schutz auf jeden Fall. Und wir müssten unsere eigene Atmosphäre produzieren. Also wir müssten Pflanzen hinbringen, die Sauerstoff produzieren. Klingt kompliziert. Genau, es ist ultra kompliziert. Klingt auch nicht so schön. Genau, also es ist nicht so schön, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, weil wenn man nicht mal die Luft atmen kann, muss man auf alles Mögliche achten. Also müssten wir dann alle Schutzanzüge auch tragen. Genau, also man kann nicht mehr ins Freie gehen, man könnte nur mit Raumanzug ins Freie gehen, wie man das halt gewohnt ist von Science-Fiction-Serien und Sendungen. Also man kann nicht ins Freie gehen, man kann nicht mehr frische Luft atmen, man hört keine Vögel zwitschern, man sieht keine Bäume. Das müssten wir alles selber dorthin bringen und über Jahrtausende hinweg diesen Planeten oder einen gewissen Teil von dem Planeten so umgestalten, wie wir es gewohnt sind. Und das wäre mit sehr viel Aufwand verbunden. Also nicht wirklich eine Alternative. Wenn es die einzige Alternative ist, dann müssten wir es so machen. Aber es wäre viel schöner und auch viel wichtiger, dass wir schauen, dass wir hier auf der Erde die Erde erhalten, bevor wir überhaupt andere Alternativen suchen. Aber wenn wir noch nicht so weit sind mit den Ressourcen, wenn wir auf einen anderen Planeten gehen würden, würde das gleiche Problem wahrscheinlich dann wieder eintreten. Mit Ressourcen? Mit Ressourcen. Das ist eine andere Sache. Kommt darauf an, welche Ressourcen man benötigt. Also im Prinzip zum Beispiel Silizium gibt es überall, könnte man überall abbauen. Man kann aus Marsgestein auch ohne weiteres Ziegel produzieren, um Häuser zu bauen. Okay. Also das ist alles möglich. Wasser ist ein großes Problem. Okay. Man weiß mittlerweile schon, das sind relativ neue Forschungsergebnisse, dass es am Mars unterirdische Wasserreserven gibt, also gewaltige Seen. Man weiß nicht, wie groß die sind, man weiß nicht, wie tief sie sind, da gibt es verschiedene Schätzungen. Aber es gibt heute noch Wasser am Mars. Zwar nicht so viel wie auf der Erde, aber genau, unterirdisch. Da muss man relativ tief hinunterbohren, ein paar Kilometer. Also mehr wie Grundwasser auf der Erde, kann man sich das vorstellen. Aber Wasser wäre theoretisch da, das wir verwenden können. Okay, das ist. Und wenn Wasser dort ist, aber Lebewesen, von denen weiß man noch nicht, dass es am Mars Wasser ist, kann ja vielleicht irgendwann. Genau, also das ist ein extrem wichtiges Kriterium, wenn Astronomen von Wasser im Universum sprechen, also flüssiges Wasser, meine ich jetzt, dann sprechen sie immer über die Möglichkeit nach Lebewesen. Ob es dort dann wirklich Lebewesen gibt, ist eine andere Frage. Das wird jetzt dann untersucht werden in den nächsten 30 Jahren. Deswegen sind auch alle Länder und Rover, die zum Mars landen, die werden in die Erde reinbohren, weil man annimmt, wenn es Leben am Mars gibt, ist das unterirdisch. Oder zumindest nicht in den ersten Zentimeter Schichten
vom Mars, also in der obersten Schicht, weil da eben noch die Sonnenstrahlen, wie wir vorher geredet haben, ungehindert hineinprasseln können. Also mehr unten irgendwo, wo das Wasser... Genau. Okay. Ist derzeit die Theorie. Also wer weiß, vielleicht tut sich da was in den nächsten Jahren und... Vielleicht, also vielleicht könnten wir es wirklich noch erleben, dass wir wirklich außerirdisches Leben finden, wäre eine Möglichkeit. Also mittlerweile hat man sehr viele Indizien gefunden, also zum Beispiel Biomoleküle hat man gefunden, auch auf verschiedenen Monden im Sonnensystem, wie Titan oder Europa oder Enceladus, hat man unterirdische Seen schon gefunden oder zumindest vorhergesagt, und da tut sich relativ viel. Das ist ein großer Fund. Aliens, das gibt sie doch. Genau, ja. Aber man darf sich keine kleinen grünen Männchen erwarten, sondern eher Bakterien, ja, also viele Mikroorganismen. Enttäuscht sein. Genau. Vor allem viele Science-Fiction-Anhänger. Also es ist energetisch günstiger, sage ich mal. Man braucht weniger Treibstoff vom Mond weg zu starten als von der Erde. Weil die Erde hat eine größere Anziehungskraft als der Mond. Also das ist eine logistische Hölle sozusagen, so eine gewaltige Mission zu planen. Also ich persönlich bin schon religiös,